Sony Computer Entertainment präsentiert Naughty Dog. The Last of Us Remastered. Ey yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich bin CF Fusion und ja, Freunde. Wir starten mit einem neuen Projekt, Digga. The Last of Us. Mann, Mann, Mann. Hört euch mal die Mucke, Mann. Boah. Ja, Freunde. The Last of Us Remastered. Ich habe mir das heruntergeladen beim PlayStation Plus Store. War gratis auf Belash. Und jetzt werde ich es Let's Playen mit euch. Wir werden die Abenteuer mit euch genießen. Und ja, ich habe auf jeden Fall das nicht angeschafft auf YouTube, die Let's Play-Reihe. Also das Spiel. Und selber gespielt habe ich es auch bis jetzt nicht. Also, ja, genau. Und ja, ich werde meine ersten Einblicke und so weiter mit euch erleben. Ich hoffe, das wird eine coole Let's Play-Reihe. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr euch freut auf die Let's Play-Reihe. Ich freue mich gerade riesig. Mal schauen, wo es uns lang bringt. Ich würde sagen, Sprache wählen, die deutsche Sprache wählen wir. Deutsche Sprachen, jawohl, Digga, es fängt schon mal gut an. Beliebige Taste drücken. The Last of Us, Left Behind, Fraktion, Multiplayer, Optionen, herunterladen kann. Okay. Sagen Optionen. Spiel kann man vielleicht etwas einstellen. Schwierigkeitsgrad, ich würde sagen normal, oder schwer, ja, überleben der, ich würde sagen normal, Digga, weil ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Untertitel würde ich einmachen. Schreibt mal dann unten in die Kommentare, ob ihr es sehen möchtet oder nicht, die Untertitel und so weiter. Spieltipps, ja komm, ein kann man es schon machen, wenn ich mal Hilfe brauche. Blutig ist gut, Lauschmodus auch gut. Nahkampfaufforderungen auch gut, Abzeichen anlegen, okay. Wartenkreuz anzeigen, ja. Food anzeigen, ja. Fotomodus, ne, ist gut. Steuerung. Empfindlichkeit. Ja, ich guck mal, wie es sich so anfühlt, dann würde ich sagen, kann man nochmal einstellen. So. Ziehen und Feuer L2, R2, okay. Gut, ist normal. Audio. Lautstärken. Ich würde sagen, ich lass mal das, Digga, und dann können wir weiter schauen. Ja, das denke ich mal gut. So, dann, ja, dann würde ich sagen, The Last of Us, wir starten. Let's go, Digga. Neues Spiel. Normal. Ja. Neue Spieldaten. Los geht's. Auf die Reise. Auf jeden Fall wird 2020, glaube ich, The Last of Us 2 kommen. Ist jetzt eigentlich gut, dass ich das jetzt Let's Play. Da können wir direkt The Last of Us 2 Let's Playen miteinander. Mal schauen, was jetzt auf uns zukommt. Ein Naughty Dog Game. Bei den Filmsequenzen. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Da werde ich ruhig sein. Lieferant, okay, ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich.
Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Biest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Die Raffig ist Bombe. Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Okay, jetzt können wir... Was ist los? Jetzt können wir Sarah steuern. Die Kleine ist auf jeden Fall Sarah. Ich glaube, das ist der Vater, der sie ins Bett gebracht hat. Und wir haben jetzt noch den Onkel Tommy. Also haben wir jetzt drei Charaktere erfahren. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall mal um. Ich möchte nichts überspringen, ich möchte alles mal umsehen. Ach, verdammt, die habe ich total vergessen. Mhm. Lieber Papa, also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Okay, der Geburtstag von Papa. Sonst haben wir nichts. Oder? Hier gibt es auch nichts. Nee. Telefon vielleicht nochmal anschauen. War irgendwie komisch, ne? Ist tot. Dass der Onkel Tommy jetzt angerufen hat und auf einmal... Keine Ahnung, was da geschieht. Wir gehen mal raus und sehen uns mal um. Dad? Okay, es ist der Vater auf jeden Fall, ja. Den Namen weiß ich jetzt nicht. Okay, eine Zeitschrift. Kann man beim Scheißen lesen oder Maschine? Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Die behördliche Lebensmittelüberwachung begrüßt die Liste der Kontaminierten, fürchtet riesige Frucht, okay. Polizei, erwähnt der Frau und hat jemand. Oha, Digga. Digga. Ich weiß jetzt nicht, ob Sarah der Hauptcharakter wird, den wir steuern werden. Beziehungsweise die wir steuern werden. Kann man schneller laufen, Digga? Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Digga, was ist das denn, Mann? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Digga, was ist das denn? Was war das? L3? Oh mein Gott. Ey, was passiert hier, Digga? Wir müssen schnell zu unserem Vater gehen. Was ist bloß los? Weiß ich auch nicht, Sarah. Sein Telefon. Wo, Digga? Wo? Ah, hier. Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Hä?
Digga, kann jetzt jemand erklären, was da los ist? Wo ist der Vater hin? Also, ich habe jetzt Angst, dass es zu einem Horrorspiel wird jetzt. Uff, oh, Digga. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wir sollten. Er ist voller Blut. Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Alles wird gut. Oh mein Gott. Ich warne dich! Nein! Geh! Digga, was? Sind das Zombies? Du hast ihn erschossen. Ich hab ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach ankommen. Scheint sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Sagst du mir, was passiert ist? Später. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Digga, er hat gemeint Coopers, ne? Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher belabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja, lieber nicht neben Sarah reden, ne? Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Oh mein Gott. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagt, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, Tommy. Nein, halt doch an. Digga, die könnten auch sterben. Das wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Ja, Digga. Oh mein Gott, Digga. Selbe scheiße Idee. Einfach umdrehen. Was zum Teufel los jetzt? Nein. Scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, habe ich. Dreh hier, dreh hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Ey, steh auf. Steh auf. Zurück, Kleines. Zurück. Komm. Komm.
war mir mehr. Komm rein, komm raus, komm raus. Raus, raus, raus. Komm, wir müssen unbedingt jetzt weg. Komm mal schnell rennen. Oh mein Gott. Renn, Digga. Digga, ich glaub. Boah. Echt, ist das, glaub ich. Alter, ach du Scheiße. Renn, renn. Verpiss dich. Ist das ein Zombie-Apokalypse? Durch die Gasse? Ja, Digga, mach auf. Komm, spam. Let's go. Sehr gut. Lord. Er ist tot. Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Kommt durch den Zaun. Schnell. Macht, dass ihr wegkommt. Komm schon. Joe. Bewegung. Mach zu. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Onkel Tommy? Wir treffen uns dort. Mach schnell. Komm. Oh mein Gott. Müssen wir da runter? Okay, ist nicht steil. Perfekt. Wir sind fast da. Ey, das Spiel fängt so gut an. Verpiss dich. Lass jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, Digga. Oh mein Gott. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Ein kleines Mädchen. Aber. Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Nein. Boah. Oh mein Gott, Ehre, okay. Tommy. Sarah! Nein! Lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Oh Gott. Bitte nicht. Nein, Digga. The Last of Us. Krank. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen.
Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Sommer. Zwanzig Jahre später, Digga. Boah, er ist richtig alt geworden. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Okay. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Und Freunde, damit würde ich sagen, wir machen genau hier das nächste Mal weiter. Oh mein Gott, ey, was war das bitte, Mann? Was war das bitte für ein Anfang? Digga. Alles hat angefangen mit der scheiß Apokalypse, Mann. Oh mein Gott, ist das eigentlich eine Zombie-Apokalypse? Klärt mich mal auf, Digga. Klärt mich einfach mal auf da, ob das eine Zombie-Apokalypse ist oder eine Krankheit, Digga. Keine Ahnung. Aber der, nein, Mann, Sarah ist tot. Also ich hoffe mal, sie ist nicht tot, aber sie ist safe tot, Digga. Also, da war es richtig emotional. Und das nächste Mal werden wir genau hier machen, wir weitermachen. Es sind 20 Jahre vergangen, Mann, 20 verdammte Jahre. Mal schauen, was es alles sich geändert hat hier. Und ja, lasst auf jeden Fall für den Start einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Projekt hier. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Und ja, ich bin raus. Macht's gut, haut rein und ciao.